Moin Internet, wir sind am Habichtsee, denn hier haben wir vor Ewigkeiten mal mit einem Bulli gecampt. Alina hat nämlich bei so einem Preisausschreiben gewonnen, da haben wir eine Tour mit einem T3-Bulli gewonnen. Ja. Und das hat uns so nachhaltig beeinflusst und beeindruckt, dass wir heute kündigen wir es an. Ja. Wir kaufen uns einen Bulli. Wir kaufen uns einen. Moin Internet. Hi. Hallo Internet. Guten Tag. Wir sind's, eure Komplizen. Hallo. Wir melden uns heute mal nicht aus unserer 60 Grad warmen Bude, sondern aus dem 40 Grad warmen Wald. Yo, am Habichtsee, straight in Paderborn. Ja, ist einfach viel zu warm. Ich kann gar nicht denken bei der Wärme. Wie sieht's bei euch aus? Könnt ihr denken bei der Wärme? Wahrscheinlich nicht. Wenn ihr bei der Wärme denken könnt, sendet mir telepathisch jetzt einen Kommentar in mein Brain. Und hast du einen gekriegt? Nee, ist zu heiß. Der Habichtsee. Alina, was verbindet dich mit dem Habichtsee? Sehr viele schöne Erinnerungen. Also Philipp und ich haben damals hier in Paderborn gewohnt, als wir noch Studenten waren. Beziehungsweise du bist ja immer noch Student. Student des Lebens. Ich bin kein Student, ich bin vollwertig, ich habe einen Beruf. Ich bin selbstständig. Und darum geht's auch gar nicht. Darum soll es heute gar nicht gehen. Wie fangen wir am besten an? Es gibt in Paderborn ein Unternehmen, das nennt sich Fernweh Bullis. Und die vermieten Camper-Bullis für Leute, die sich keinen Camper-Bulli leisten können oder kaufen möchten, aber trotzdem diese Freiheit genießen wollen. Und Alina hatte das Glück, damals bei einem Preisausschreiben ein verlängertes Wochenende zu gewinnen mit einem T3. Und Gott sei Dank, ich danke ihr bis heute dafür, dass sie mich mitgenommen hat, denn das war wirklich eine coole Reise. Ja, das war sehr cool und wir sind seitdem halt einfach mega davon angefixt und wollen halt auch einfach dieses Stückchen Freiheit für uns gewinnen und dann im besten Falle ein bisschen rumfahren und eventuell erstmal Deutschland erkunden und ein paar Städte. Wir haben diesen Bulli für das Wochenende bekommen, für das Dirt Masters Festival in Winterberg. Wer das nicht kennt, das Dirt Masters Festival ist ein Dirtbike und Mountainbike Festival in Winterberg. Wir sind jetzt nicht die größten Dirtbiker, aber das muss man auch gar nicht sein, denn es gibt auch wunderschöne Natur dort, man kann dort wandern gehen und für uns war es auch generell einfach die Reise mit dem Bulli an sich. Ja. Das Rumfahren, einfach das genau. Feeling, so da drin zu sitzen, es hat halt einfach einen ganz anderen Charme, als wenn du irgendwie dich ins Auto setzt und irgendwo hinfährst. Einfach, es ist liebevoll eingerichtet mit Vorhängen und du hast eine Küche drin und halt alles war einfach, was du brauchst, um zu überleben im Grunde. Ja, und das war absolut schön. Ja, ist einfach ein Abenteuer, ne? Ja. Naja, wie wir jetzt überhaupt wieder auf das Thema Bulli gekommen sind. Also es ist ja jetzt, wie wir eben schon gesagt haben, 4 Jahre her, dass wir diese Tour gemacht haben. Und dann vor ein paar Wochen hatte Phil dann nochmal einen Dreh in Frankfurt war es, ne? Und ja, da habt ihr euch ja auch nochmal einen Bulli gemietet. Und du kamst dann super schwärmend zu Hause an und hast davon erzählt. Und ja, bei mir hat es direkt wieder die Leidenschaft für einen Bulli entfacht. Und anstatt, dass Alina dann sagt, komm, wir mieten uns noch mal für eine Woche oder so einen Bulli, sagt sie direkt, lass doch selber einkaufen. Ja, na klar, wieso mieten, wenn man es auch besitzen kann? Ich denke mir, es ist ja auch eine Investition für die Zukunft. Ne? Also wenn man es schön irgendwie ausbaut oder so, da hat man ja auch lange was für. Und ich denke, auf Dauer gesehen, zur Miete, es lohnt sich dann nicht. Dann können wir das auch direkt in die Hand nehmen und unser eigenes Projekt daraus machen und den Bulli so herrichten, wie wir es wollen und immer Urlaub machen, wann wir möchten. Klar, weil wir dann kein Geld mehr für Sprit haben werden oder sonstiges oder Verpflegung, weil wir dann super broke sein werden. Es muss also, alles Step by Step. Ja, na klar, alles Step by Step. Also ihr merkt schon, ich bin eher so der Skeptische.
klar finde ich das cool, aber ich weiß, es wird super viel Arbeit werden. Ich hatte ja vorgenommen, mir dieses Jahr ein Auto anzuschaffen, damit ich endlich ein bisschen unabhängiger bin, was mein Gewerbe angeht und ich mehr machen kann. Auch mal Lichtkoffer und alles Mögliche mitnehmen kann auf Drehs und nicht mich immer einschränken muss. Da haben wir lange Zeit gesucht nach einem Wagen und dann kam das mit dem Bulli-Dreh und eben auch nochmal die Idee. Da haben wir überlegt, ja, warum nicht direkt so einen Bulli? Den kann man dann super benutzen, um da Kamera-Equipment reinzutun und man kann damit auch durch die Weltgeschichte tun. Mhm. Das war super. Jetzt ist es so, dass wir durch eine göttliche Fügung, möchte ich fast sagen, im Besitz eines wunderschönen kleinen Peugeots sind, der uns sehr günstig zugefallen ist. Ja. So günstig, dass wir jetzt sogar sagen, Zweitwagen. Zweiter Wagen. Ist doch verrückt, oder? Da ist man jahrelang, das ist das erste Auto, was ich besitze, da ist man jahrelang mit Bus und Bahn und mit dem Fahrrad und auf dem Brustwarzen gerobbt. Und auf einmal will man dann auch direkt einen zweiten Wagen dazu. Auf Brustwarzen gehoppt? Ich möchte nicht drüber reden. Also so verrückt, wie das Leben manchmal so spielt, es scheint in Reichweite zu sein. Unser Plan ist es, dass wir uns... Entschuldigung. Aber du bist doch allergisch, ne? Gegen Bullshit. Am Anfang steht der Entschluss, wir kaufen einen Bulli. So nenne ich das Video. Obwohl, okay, wir kaufen ja keinen Bulli, wir fassen den Entschluss. In Klammern mache ich dann, zumindest fassen wir den Entschluss. Ja, ach so, ja, verstehe, ja. In Klammern kein Clickbait. Kein Clickbait, nein, nein. Ich sag jetzt, wie es ist. Ja, da bin ich aber gespannt. Der Plan ist, da es viel zu teuer ist, sich einen direkten ausgebauten Camper für mehrere Zehntausende Euro zu holen, wollen wir das langsam angehen, mit unseren Möglichkeiten angehen. Das heißt, wir suchen erstmal nach Bullis, nach Bussen, Kleintransporter, die nicht ausgebaut sind. Für 2.000 bis 4.000 Euro suchen wir da was Gebrauchtes. Es sollte in gutem Zustand sein und wir wollen dann nach und nach ein bisschen Kohle in die Hand nehmen und immer wenn was übrig ist, wollen wir da ein bisschen dran arbeiten. Das ausbauen, ein Bett reinbauen, eine Küche reinbauen, sanitäre Anlagen reinbauen. Aline hätte gerne eine Solaranlage, die oben drauf soll, damit wir wirklich komplett autark sind. Das ist ein Mammutprojekt, aber mit eurer Hilfe und in unserem Tempo werden wir das schon schaffen. Das klingt ja sehr optimistisch. Du hast mich, glaube ich, noch nie so optimistisch darüber reden hören, oder? Also man muss dazu sagen, dieses Thema begleitet uns jetzt schon ein paar Wochen und wir hatten da auch ein paar Diskussionen. Sollen wir es machen? Wollen wir es nicht machen? Was wollen wir für einen Bulli? Wollen wir überhaupt einen Bulli? Wollen wir lieber einen Transporter? Und so ganz wussten wir es nie, aber ich kann jetzt und hier sagen, wir sind eigentlich auf der Suche nach einem Hochdachtransporter. Der darf natürlich nicht zu lang sein, also es ist eher so eine bis M Größe an Transportern mit Hochdach. Optimal wäre natürlich, wenn sie hinten noch irgendwie ein paar Fenster drin hätten, ist aber auch nur optional, kann man ja auch noch nachrüsten. Genau, und das ist das, wonach wir suchen. Also, wie du gerade schon meintest, wirklich ein völliger Rohbau, wo wir nach und nach peu à peu, Step by Step alles irgendwie reinbauen können. Sollte natürlich, Rost sollte sich in Grenzen halten, es sollte jetzt nicht so ein komplettes Schrottmobil sein, was wir halt noch, wo wir nochmal das gleiche an Kohle reinstecken müssen, damit das Ding überhaupt fahrtüchtig ist. Ja. Es wäre schön, wenn das Ding vom Kauf an schon fahrtüchtig wäre. TÜV ist immer gut. Und wir brauchen eure Hilfe. Wenn ihr jemanden kennt, der jemanden kennt, der einen Bulli verkauft, dann sagt uns Bescheid. Wenn ihr Kanäle habt, die sich mit Bulli-Ausbau beschäftigen, schickt uns gerne die Links. Wenn ihr selber euch damit auskennt, kommt vorbei. Connectet mit uns irgendwie. Checkt unser Instagram, com.lietzen. Ja, com.lietzen. Ja. Over and. Wir sind hier, guck mal, der amerikanische Steuerzahler machen wir gerade hier die Position. Bücken. Was ist denn jetzt wieder los? Nix. Du bist so grumpy, ne? Nein. Wenn du mal 80 bist, wie soll denn das dann werden, Phil? Jetzt mal im Ernst, du hängst dann nur auf deinem Balkonbrett mit einem Kissen und oh, guck mal, was der da schon wieder gemacht hat, typisch deutsch, guck mal.